Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einem Tutorial. Einige von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Kada Jovul war wieder aktiv und hat sein CFM 56 in der Version A und B für X-Plane 11 veröffentlicht. Genauer gesagt für die Toles Airbus Familie, die A319 und 321 und für den Flight Factor 320. Und falls ihr dieses Engine auch an eurem Flight Factor A320 sehen wollt, denn glaubt mir, das ist es definitiv wert, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Hier erkläre ich euch Step by Step all das, was nötig ist, um den Engine Mod herunterzuladen und zu installieren. Am Anfang gibt es allerdings noch ein paar, in diesem Fall allerdings auch ziemlich wichtige Hinweise. Dieses Video ist, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, für den Flight Factor A320. Die Installation für den Flight Factor unterscheidet sich von der für die Toles Airbusse. Das heißt also, dass ihr dieses Tutorial nicht für den Toles A319 und auch nicht für den Toles A321 anwenden könnt. Der zweite Hinweis bezieht sich auf den Matavia Mod. Falls ihr den Flight Factor 320 nämlich mit dem Matavia Mod nutzt, dann müsst ihr zuerst diesen Mod installieren und danach dann Kada Jovuls CFM. Falls ihr das andersherum macht, dann löscht euch der Matavia Mod das CFM wieder raus. Das ist natürlich ärgerlich, denn dadurch müsstet ihr das Engine komplett neu installieren und das ist Arbeit, die man sich sparen kann. Kompakt zusammengefasst also in einem Satz, wenn ihr den Flight Factor A320 mit dem Matavia Mod nutzt, dann installiert bitte zuerst den Matavia Mod und dann das CFM von Kada Jovul. Wenn irgendwann in der Zukunft das CFM mal in den Matavia Mod integriert werden sollte, das IAE von Kada Jovul ist zum Beispiel schon drin, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dann ist dieser Hinweis natürlich obsolet. Der zweite Hinweis bezieht sich zwar eigentlich auf Mods generell, in diesem Fall, weil das Engine nun mal ein Mod ist, aber speziell auf das CFM für den Flight Factor A320. Wenn ihr euren Flieger updatet, sei es jetzt über neu herunterladen oder über den X-Updater, dann werden dadurch natürlich alle Mods gelöscht. Das bedeutet, dass ihr dann auch den CFM-Mod neu installieren müsst, der wird vom X-Updater rausgekickt. Bitte beachtet also, dass ihr den Mod nach jedem Update von eurem Flight Factor A320 neu installieren müsst. Und da wir das jetzt geklärt haben, würde ich sagen, kümmern wir uns direkt um den Mod. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dieser Link führt euch auf die Threshold-Seite. Und zwar genauer gesagt auf die, die ihr im Hintergrund seht. Das hier ist die Website, auf der ihr euch den Engine-Mod für den Flight Factor A320 herunterladen könnt. Um den Mod herunterzuladen, müsst ihr angemeldet sein. Der Account dafür ist kostenlos. Wenn ihr angemeldet seid und den Mod herunterladen wollt, dann tut ihr das, indem ihr hier rechts auf den Download-Button klickt. Es öffnet sich dieses Menü hier, in dem ihr eine ganze Palette von Möglichkeiten auswählen könnt. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass es natürlich nicht nur die Varianten für den Flight Factor A320 gibt, sondern zum Beispiel auch die für den Toles A319, den A321 und PaintKits. Da es in diesem Video aber nur um den Mod für den Flight Factor A320 geht, sind natürlich auch nur die Varianten für diesen Flugzeugtypen relevant. Den 319, den 321 oder die PaintKits brauchen wir hier nicht, wir können sie also ignorieren. Ihr könnt das CFM 56 in zwei verschiedenen Varianten herunterladen, nämlich als 5 Alpha und 5 Bravo. Das sind diese beiden hier. Für welche Variante ihr euch entscheidet, ist natürlich euch überlassen. Ich entscheide mich hier für die 5 Bravo, für den Flight Factor, diese hier unten und klicke auf Download. Dieser Mod ist ein bisschen größer. Je nach eurer Internetgeschwindigkeit kann es also sein, dass das Herunterladen ein bisschen länger dauert. Für dieses Tutorial überspringe ich den Download-Vorgang und wir sehen uns gleich im Downloads-Verzeichnis wieder. Das, was ihr da heruntergeladen habt, ist natürlich ein komprimierter Ordner, ein ZIP-File. Den müsst ihr entpacken, um ihn verwenden zu können, und das könnt ihr tun, indem ihr darauf einen Rechtsklick macht und das zum Beispiel mit dem Windows-eigenen Tool oder, so wie ich hier in diesem Fall, mit 7-Zip erledigt. Wenn ihr den Ordner entpackt habt, kommt da ein ganz normaler Dateiordner heraus. Und wenn ihr den öffnet, dann seht ihr Folgendes. Ein Liveries-Folder, da sind bereits angepasste Liveries drin, ein Manual, in dem all das, was ihr hier in diesem Video seht, nochmal in Text beschrieben wird und in der Mitte den eigentlichen Dateiordner. Da sind all die Dinge drin, die wir gleich brauchen. An dieser Stelle geht es erstmal nicht weiter, denn wir brauchen jetzt ein weiteres Fenster. Ich habe den Bildschirm mal in der Mitte gesplittet.
Das, was ihr hier seht, ist auf der linken Seite der Download-Ordner, den wir gerade eben aufgemacht haben, mit dem Base-Verzeichnis, in dem all die Sachen drin sind, die wir brauchen. Auf der rechten Seite seht ihr den Hauptordner vom Flight Factor A320. Auf der linken Seite öffnet ihr das Flight Factor A320 Base Folder. Ihr seht dort zwei Ordner. Diese beiden müsst ihr kopieren, entweder mit STRG C oder Rechtsklick Kopieren und dann im Hauptordner des Flight Factor A320 einfügen. Entweder mit STRG V oder mit Rechtsklick Einfügen. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr diese Dateien ersetzen wollt, müsst ihr auf Ja klicken. Den Ordner, in den ihr den Mod gedownloadet habt, braucht ihr jetzt nicht mehr. Den könnt ihr schließen. Das, was ihr jetzt braucht, ist der Flight Factor A320 Hauptordner. Das ist der hier. Im Flight Factor A320 Hauptordner habt ihr einen weiteren, der heißt Objects. Diesen Ordner müsst ihr öffnen. Im Objects-Verzeichnis seht ihr hier oben den CFM56 Ordner. Das ist der, den ihr da gerade hineinkopiert habt. Im nächsten Schritt müssen wir hier eine Object-Datei finden und diese bearbeiten. Die Object-Datei heißt wing320t.object. In meinem Fall liegt die ziemlich weit unten, nämlich hier. Ihr öffnet diese Object-Datei mit einem Texteditor, so zum Beispiel dem Windows-Standard-Editor oder Notepad++. Microsoft Word würde ich dafür auf keinen Fall benutzen. Um diese Object-Datei nun zu bearbeiten, müsst ihr sie öffnen. Das tut ihr, indem ihr einen Rechtsklick darauf macht und dann Öffnen mit Editor oder Notepad++ auswählt. Das, was ihr da bekommt, ist eine Datei, die ziemlich viele Einträge hat. Die ist ziemlich unübersichtlich, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn das, was wir tun müssen, ist einige Einträge zu suchen. Wir klicken dafür hier auf Bearbeiten und Suchen. Und das, was hier aufgeht, ist ein Fenster, in dem wir hier in diesem Textfeld eingeben müssen, was wir denn suchen wollen. Und das, was wir suchen wollen, ist folgendes. Diesen Text müsst ihr eingeben und suchen. In groß geschrieben TRIS, Leerzeichen 11373, Leerzeichen 948. Ihr sucht diesen Text, indem ihr hier auf Weitersuchen klickt und dann findet ihr ihn hier unten. Das Suchenfenster mal kurz zur Seite geschoben, dann kann man das besser sehen. Dieser Text, den ihr hier gesucht habt, der steht in einem sogenannten Textblock. Der beginnt hier oben mit Animation Begin und endet direkt unter dem gerade blau markierten Feld mit Animation-End. Diesen ganzen Textblock von Begin bis End müsst ihr löschen. Alles markieren, löschen, dann dafür sorgen, dass sich nur ein Enter, also ein Blank, zwischen diesen beiden Blöcken hier befindet und dann habt ihr den ersten Schritt geschafft. Jetzt gibt es noch eine Zeile, die wir suchen müssen. Dafür verändern wir hier im Suchenfeld die mittlere Zahl und dann steht da folgendes. Großgeschrieben TRIS Leerzeichen 162267 Leerzeichen 948. Das sucht ihr auf genau dieselbe Weise wie gerade eben, indem ihr auf Weitersuchen klickt. Ihr bekommt wieder so einen Textblock, der mit Animation-Begin anfängt und mit Animation-End endet. Genau wie beim letzten Mal muss jetzt der gesamte Textblock gelöscht werden. Ihr markiert ihn, löscht ihn, sorgt dafür, dass sich nur ein Blank zwischen den beiden Textblöcken befindet und dann seid ihr fertig. Das Suchenfenster könnt ihr schließen und dann müsst ihr die Datei natürlich noch speichern. So zum Beispiel über den Hotkey STRG-S oder über Datei, Speichern. Und dann könnt ihr sie schließen. Mit dem manuellen Editieren von Dateien sind wir jetzt fertig. Was wir als nächstes brauchen, ist der Planemaker. Den Planemaker findet ihr im Hauptverzeichnis von eurem X-Plane. Bei mir liegt er hier unten. Das Ding heißt einfach nur Planemaker und ist eine Anwendung. Ihr könnt sie einfach öffnen, indem ihr einen Doppelklick ausführt oder sie anklickt und dann die Enter-Taste drückt. Normalerweise wird da am Anfang eine etwas unförmige Röhre oder irgendein Standardflugzeug geladen. Wenn ihr den Flight Factor A320 öffnen wollt, und das müsst ihr, um die Engines zu installieren, dann macht ihr das folgendermaßen. In dieser Menüleiste hier oben klickt ihr auf Datei und dann auf Öffnen.
Wenn ihr auf Öffnen geklickt habt, navigiert ihr in den Hauptordner von eurem Flight Factor A320 und sucht dort die ACF-Datei. Diese Datei öffnet ihr, indem ihr hier rechts unten auf Öffnen klickt oder einen Doppelklick auf das Dateisymbol ausführt. Das Ganze dauert manchmal ein bisschen, so lange zum Beispiel, und dann ist die Datei offen. Wenn ihr diese Datei geöffnet habt, dann habt ihr damit das Flugzeug in den Planemaker geladen. Dass das so komisch aussieht, ist übrigens richtig. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist, das kann ich euch nämlich auch nicht erzählen, aber eines weiß ich, es sieht nämlich immer so aus. Wenn ihr jetzt WSAD benutzt, könnt ihr das Flugzeug um ganz viele verschiedene Achsen drehen. Eigentlich ist das aber nicht Sinn der Sache, denn ihr wollt ja ein Engine installieren, oder? Und um das zu tun, klickt ihr jetzt in dieser Menüleiste hier oben auf Standard. Ihr seht ein Dropdown-Menü und in diesem Dropdown-Menü klickt ihr auf Diverse Objekte. Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr diverse Objekte seht. Das sind all die, die im Flight Factor A320 hinzugefügt wurden. Die erste Aktion, die ihr hier ausführt, ist, die Engine320T.Object-Datei zu suchen. Diese Datei befindet sich bei mir hier unten. Ich markiere sie hier kurz in Orange. In diesem weißen Fenster seht ihr den Namen der Datei, sodass ihr ganz einfach herausfinden könnt, welche das ist. Auf der linken Seite der Datei, hier unten in diesem Textfeld, markiert in Orange, findet ihr einen sogenannten KillDataRef-Wert. Der heißt bei mir Model/Kill/Ext-Aircraft und bei euch lautet der genauso. Diesen Wert müsst ihr kopieren mit dem Hotkey STRG-C. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr die Engine320T.Object löschen. Ihr tut das, indem ihr auf den grauen Löschen-Button hier klickt. Der Planemaker gibt euch allerdings keine Warnung aus. Wenn ihr die Datei löscht, dann ist die auch sofort weg. Seid euch also bitte sicher, bevor ihr die Datei löscht, damit ihr nicht aus Versehen irgendeine andere rauskickt. Falls ihr versehentlich irgendeine falsche Datei gelöscht habt, dann macht ihr den Planemaker zu, speichert dabei nicht und öffnet ihn dann nach dieser Anleitung hier erneut, bis ihr in genau diesem Menü wieder angekommen seid. Zum Löschen der Datei klickt ihr also einfach auf den grauen Löschen-Button. Die Engine-T-Object-Datei ist also weg, aber es gibt noch eine, die wir löschen müssen. Um diese Datei zu finden, müssen wir ein wenig nach unten scrollen. Dafür benutze ich aber nicht das Mausrad, das sieht nämlich so aus, sondern den Scrollbalken hier rechts, das geht viel schneller. Die nächste Datei, die gelöscht werden muss, ist diese hier, Engine-Fast.Object. Ihr löscht sie, indem ihr hier auf den Löschen-Button klickt. Wenn ihr diese beiden Dateien gelöscht habt, dann scrollt ihr wieder ganz nach unten und klickt dann hier unten links viermal auf den Hinzufügen-Button. 1, 2, 3, 4. Und dann scrollt ihr wieder ganz nach unten. Ihr habt jetzt vier Einträge hinzugefügt. Ihr könnt das ganz einfach daran erkennen, dass es vier leere Einträge sind, weil hier in diesem weißen Feld, in dem normalerweise steht, wie die Datei heißt, nichts drinsteht. Das Feld ist leer und das muss natürlich geändert werden. Ihr müsst hier Dateien hinzufügen und das tut ihr, indem ihr auf das graue Kästchen hier klickt, das sich links neben dem weißen Textfeld befindet. Es öffnet sich der Hauptordner von dem Flugzeug, das ihr gerade editiert, in diesem Fall der Flight Factor A320. In diesem Hauptordner navigiert ihr in das Objects-Verzeichnis, in diesem Objects-Verzeichnis in den CFM56-Ordner und in diesem CFM56-Ordner findet ihr drei verschiedene Object-Dateien, die jetzt der Reihe nach eingefügt werden müssen. Zuerst die CFM56-L-Engine.Object-Datei, das ist diese hier und die fügt ihr einfach hinzu, indem ihr auf Öffnen klickt oder einen Doppelklick auf die Datei ausführt. Ihr seht, dass die Datei hinzugefügt wurde, indem sich das vormals weiße Feld jetzt mit dem Namen der Datei gefüllt hat. Dann wechselt ihr ein Feld weiter nach unten, nämlich hierhin, und macht genau dasselbe noch einmal. Ihr fügt eine Datei hinzu, indem ihr auf das graue Kästchen klickt, in das Objects-Verzeichnis navigiert, darin in den CFM56-Ordner und dann die CFM56-R-Engine.Object-Datei hinzufügt.
einfach auf Öffnen klicken oder einen Doppelklick ausführen. Auch hier wird jetzt der Name der Datei, die wir eben hinzugefügt haben, im vormals weißen Feld angezeigt. Ihr wechselt jetzt eine Zeile nach unten und macht genau dasselbe noch einmal. Einmal auf den grauen Kasten klicken, im Hauptordner vom Flight Factor A320 ins Objects-Verzeichnis wechseln, darin in den CFM56-Ordner und in diesem Ordner die letzte verbliebene Object-Datei hinzufügen, diese hier in der Mitte, die CFM56-N1. Ein leeres Feld gibt es jetzt noch, das hier unten. Auch das solltet ihr füllen, indem ihr auf den grauen Kasten klickt und genau dieselbe Prozedur noch einmal durchführt. Objects, CFM56. In diesem Ordner seht ihr hier oben das Particles-Verzeichnis. Das müsst ihr öffnen. Wenn ihr das geöffnet habt, seht ihr diese ganzen Dateien. Darunter ist auch eine Object-Datei. Die nennt sich CFM-Particles. Die fügt ihr ebenfalls hinzu. Insgesamt habt ihr jetzt also 4 Dateien hinzugefügt. Von oben nach unten CFM56-L-Engine.Object, derselbe Name nochmal, nur statt dem L ein R, dann die CFM56-N1.Object und als letzte die CFM-Particles.Object. Und damit habt ihr alle Dateien eingefügt. Ganz fertig seid ihr aber noch nicht, weil hier noch ein paar Einstellungen sind, die ihr pro Dateien vornehmen müsst. Unter dem weißen Feld, in dem der Name der Datei steht, die ihr hinzugefügt habt, seht ihr verschiedene Dropdown-Menüs und Checkboxes. Für die CFM56 Left Engine müsst ihr High Resolution anklicken, das hier mit Hi-Res abgekürzt wird. Genau dasselbe tut ihr auch für die CFM56 Right Engine. Im nächsten Schritt müsst ihr euch eines der Dropdown-Menüs für diese beiden Dateien anschauen. Den sogenannten Shadow Mode, also das mittlere Dropdown-Menü. Ihr klickt einfach in der Mitte drauf, es geht auf und ihr wählt dann alle Ansichten aus. Und genau dasselbe tut ihr auch für die CFM56 Right Engine. Shadow Mode, mittleres Dropdown-Menü, draufklicken und alle Ansichten auswählen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die beiden verbliebenen Dateien hier unten. Beim CFM56N1 Object müssen wir das untere Dropdown-Menü anklicken. Hier wählen wir Vorbefüllt aus. Und genau dasselbe tun wir auch bei den CFM Particles. Das untere Dropdown-Menü anklicken und Vorbefüllt auswählen. Und wenn ihr die ganzen Checkboxes und Dropdown-Menüs korrekt ausgefüllt habt, dann erinnert ihr euch am besten an den Text, den ihr ganz am Anfang aus dem Kill Data Ref Fenster kopiert habt. Den braucht ihr nämlich jetzt wieder. Diesen Textbaustein müsst ihr nämlich in alle 4 Kill-Data-Ref-Felder von den Objekten hineinkopieren, die ihr eben hinzugefügt und bearbeitet habt. Ihr kopiert ihn also, klickt dann in das Kill-Data-Ref-Feld von jedem einzelnen dieser Objekte und fügt den Text dort ein. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Und damit habt ihr alle Schritte erfolgreich abgeschlossen und das CFM56 von Kardajowohl erfolgreich installiert. Speichern wäre jetzt allerdings keine schlechte Idee, denn wenn ihr diese Fortschritte hier nicht speichert, dann werden die natürlich rückgängig gemacht. Ihr schließt also zuerst dieses Menü Diverse Objekte, indem ihr auf eines der beiden X'e klickt und könnt das Ganze dann auf 3 verschiedene Arten speichern. Einmal über Datei sichern, über den dazugehörigen Hotkey Steuerung S oder indem ihr dieses Fenster hier schließt, indem ihr auf das X klickt. Denn dann werdet ihr gefragt, ob ihr all das, was ihr gerade geändert habt, auch speichern wollt. Und in dem Fall klickt ihr natürlich auch auf Speichern. Der Planemaker geht zu, euer Fortschritt ist gesichert und damit seid ihr fertig. Und da wir damit jetzt fertig sind, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal im X-Plane an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Ich habe uns mal nach München gestellt mit der neuen Lufthansa-Lackierung am Flight Factor 320. Und ich glaube, man dürfte bereits aus dieser Entfernung erkennen, dass sich an den Triebwerken einiges geändert hat, oder? Wenn man da mal ein bisschen näher ranzoomt, sollte man das noch viel deutlicher erkennen. Und hier seht ihr das Ganze auch nochmal von vorne. Ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde. Und auch aus dieser Sicht ist das eine definitive Aufwertung. Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder an.
Das Ganze könnten wir natürlich auch nochmal aus der Passagierperspektive tun. Da sieht das dann so aus. Und aus meiner Sicht lohnt sich das definitiv. Es ist zwar ein bisschen Arbeit und es kostet natürlich auch Zeit, aber das Endergebnis wertet den Flieger um ein Vielfaches auf, sodass ich persönlich auf jeden Fall häufiger überlegen werde, mit dem Flight Factor A320 zu fliegen. Und damit war's das auch schon wieder. Das war alles. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit euren neuen Engines am Flight Factor A320. Wenn euch das gefällt, was ich tue, wäre ein Daumen hoch oder ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse. Noch viel besser wäre aber beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr diejenigen seid, die diesen Kanal hier überhaupt erst am Laufen erhalten. Wenn ihr also auch weiterhin an hochqualitativen Tutorials, Livestreams oder News interessiert seid, dann wäre eine Spende über TypeStream, ein Abo über Patreon oder eine Kanalmitgliedschaft vielleicht genau das Richtige von euch. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal im Voraus. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal, also im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen, macht's gut!